Ich habe Jus studiert, Zürich an der Uni damals. Und der Freddy Burger, der heute noch mein Manager ist, hat mich so eigentlich ein bisschen beschnurrt, zum Musiker werden. Und ich habe das so halb überzeugt gemacht. Ja, ich habe Musik gemacht, schon vorher natürlich. Ja, lange als Amateur, habe schon meine lokalen Erfolge gehabt. Wir begrüßen Sie heute zur Schweizer Ausscheidung für den bevorstehenden Concours Eurovision de la Chanson. Es war schon, wie es heute auch noch ist. Alle fluchen über den Wettbewerb und alle schauen. Ja, sie ist meine Swiss Lady. Wir haben eine neue Dimension eingeladen. Ja. Für uns international ist eine andere Dimension. Vorher waren wir mal zwischen dir in Deutschland. Aber da ist es international losgegangen. So Sendungen wie Musik und Gäste, die sicher früher super angekommen ist. Und mit der Heidi Abel, die natürlich in dem Sinne auch unersetzlich ist. Aber alle zwei, drei Wochen war da eine Musiksendung, die man live begleitet hat. Ich wusste, ich wollte eine grosse Band machen. Und dann wusste ich, was für ein Job auf mich zukommt. Und der Job von einer Big Band ist unter anderem, neben den vielen schönen Konzerten, die man als Berliner Big Band machen, ist der Job Sänger begleiten. Gut, Sinatra, da habe ich halt das Glück gehabt, mit ihm zweimal Konzerte zu machen, live mit meiner Band, mit ihm zu spielen in Monte Carlo. Und He's the Man, He's the Voice, das ist klar, das ist bis zum heutigen Tag, da kommt keiner an ihn ran. Wir kommen bereits zu unserem letzten Gast aus den USA, eine bildhübsche junge Sängerin mit dem Titel Someone for Me, Whitney Houston. Für mich war hier 17 Jahre blondes Haar, so ungefähr vor ihnen. Und da habe ich gemerkt, dass er sehr viel mehr getroffen hat. Natürlich. Wir haben das also gut schnell verstanden. Und im ersten Jahr schon haben wir eine Tournee gemacht in Amerika damals, im Dezember 77, Kanada, Amerika. Für eine Pflicht und dass die Jungen eigene Wege gehen, ob das... Und von da an haben wir eigentlich alles nicht aus den Augen gelassen. Es gibt Leute, die das machen und sagen, ja, jetzt habe ich es gehabt, aber ich habe es noch lange nicht gehabt. Also für mich kann es gerne noch weitergehen. Packen unsere sieben Sachen und ziehen aus. Aus diesem ehrenwerten Haus. Wenn du bis da auch nicht geschaut hast, gehörst du wahrscheinlich auch zu den Pepe Lienhardt-Fans.
Die älteren Leute kennen Pepi Lienhardt sicher noch aus den Dancing-Zeiten als erfolgreiche Popband. In den 70er Jahren im Sextett unterwegs. Anfangs 80er Jahre ist dann Sextett auf 14 Mann vergrößert worden. Und ein bisschen später dann noch auf eine richtige Big Band-Größe von 18 bis 22 Mann. Aber die Zeit von der Gründung bis zum 14-Mann-Orchester ist nie so richtig dokumentiert worden. Es gibt einfach leider nicht so viele Filmaufnahmen und Fotomaterial. Das wird der Grund sein und darum habe ich jetzt den Film gemacht. Ich bin von 1975 bis Ende 1977 mit der Pepi Lienhardt Sextett als Roadie unterwegs gewesen. Roadie heisst nicht Rowdy, sondern Roadie ist der Techniker, die Person, die aufbaut, abbaut, Autofahrt, Ton macht, Licht macht und so weiter. In dieser Zeit habe ich wirklich viel Spannendes und Neues erlebt und die ganze Zeit im Pepi Lienhardt Sextett hat auch den Rest von meinem Leben ziemlich geprägt. Ich wünsche dir jetzt gute Unterhaltung beim Film über das Pepi Lienhardt Sextett. Ohne Probleme. Man war wirklich ein Kind gewesen. Und da hat man wirklich in den Tag rausgelebt. Ein bisschen Tierchen gezeichnet, aber sehr, sehr unbeschwert. Sehr bunt. Weil dann habe ich angefangen Musik machen. Mit 7 habe ich angefangen Blockflöten, habe sehr schnell angefangen Schlager spielen. Und dann ist das Leben spannend geworden. Verrückt spannend. Wir hatten mal ein kleines Konzert in der Schule. Und natürlich ab 11 hatte ich das erste Saxophon, die erste Band gemacht mit 12. Das war eine sehr intensive Zeit. Mit 15 habe ich das erste Mal den Quincy Jones gehört. Ich habe schon Musik gemacht, eine Dixie Band. Aber als ich den Quincy Jones das erste Mal gehört habe, eine Live-Big Band mit fantastischen Musikern, Phil Woods, Freddie Hubbard dabei, da ist mir völlig eingefahren. Da hatte ich schlaflose Nächte und da wusste ich, das möchte ich machen. Die Musik möchte ich mal machen. Freddie Burger geht auf die Suche nach vielversprechenden Schweizer Musikern. Er folgt dem Tipp eines Freundes. In Aarau probe eine richtig tolle Band, die Pepi Lienhardt Big Band. Das ist die Big Band, deren Ruf über die Kantonsgrenzen hinausreicht. 28 Amateurmusiker aus dem Aargau. Ihr Leader Peter Rudolf Lienhardt, ein 17-jähriger Gymnasiast und hochbegabter Jazzbesessener. Also ich habe wirklich Tag und Nacht nichts anderes gemacht. Ich bin zwischendurch in die Schule gegangen. Aber ich hatte ja eine Big Band. Ich habe Tanzmusik gemacht, um Geld zu verdienen, um das Zeug zu zahlen. Auch mein Auto. Ich habe 18 ein Auto, das ich selber finanziert habe. Ich habe noch einen Chor geleitet, weil mich das halt auch interessiert hat, der Chorgesang. Und habe alles selber geschrieben. Und dazu habe ich auch noch viele Instrumente gespielt. Ich habe hier alle möglichen Instrumente gelernt. Also ich habe es nicht zur Meisterschaft gebracht bei allen. Aber ich habe auch Posaune gespielt, ich habe Trompete gespielt, Oboe. Habe ich sogar noch in einer Musik mitgespielt und habe im Kanti-Orchester gespielt, haben so Barockmusik gemacht. Das hat wirklich mein Leben dominiert. Also ich bin viel extremer als jetzt, weil ich einfach so viel haben müssen machen, müssen gemacht sein. Und ich habe mir auch Schlafen abgewöhnt. Und jetzt gehe ich mir langsam wieder an, weil es den Körper einfach braucht bei 70. In der Schule musste ich schon. Das war immer die Voraussetzung meiner Eltern. Sie haben das eigentlich toleriert, dass ich so intensiv Musik mache. Aber sie haben gesagt, über die Schule müssen wir nicht, das musst du einfach gehen. Und dazu kam mein Vater ein Bahnhof, Bahnbeamter, also Stationsbeamter. Er ist an der Schiene gestanden, hat den Zug abgewunken und dann hat er gesehen, ob sein Sohn einsteigt oder nicht. Also ich konnte nicht irgendwie abschleichen. Ich musste schon in den Zug einsteigen.
und hat dann einfach die Zeit zusammengestohlen. Gefestet haben wir natürlich auch noch. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur am Klavier gehockt wäre wie der kleine Mozart. Wir haben dann Partys gemacht und so. Wir haben ja auch gespielt mit der Band und auch unter der Woche. Was fesselt diese jungen Leute? Die Ankündigung des 9. Schweizerischen Amateur-Jazz-Festivals in Zürich. Im ganzen Land haben sich die Liebhabermusiker ans Üben gemacht. Das Zürcher Amateur-Jazz-Festival ist für viele Jazzbands das Ereignis des Jahres und die Möglichkeit, sich mit Kollegen aus der ganzen Schweiz zu messen. Auch Pepe Lienhardt nimmt mehrmals mit seiner Big Band am Festival teil. 1965 holen sie mit Round Midnight von Thelonious Monk sogar den ersten Preis. Das Arrangement von Ted Dameron, das man rausgeschrieben hat. Mario Schneeberger, schön. Oh, schön. Das habe ich nie mehr gehört seitdem. Lienhardt kann arrivierte Musiker für sein Projekt gewinnen. Mario Schneeberger, Isla Eckinger oder Hans Kennel. Er genießt Respekt, auch wenn er erst mit 19 viel jünger ist als die meisten seiner Musiker. Ich bin immer der Jüngste, ja, aber in der Big Band, oder? Bin der Jüngste, noch eine, irgendwie schon eine gewisse natürliche Autorität gehabt, aber ich bin eigentlich nie einer gewesen, wo man geschrauen hat, wo die Leute zusammengeschissen hat oder so. Das ist einfach nicht mein Führungsstil. Und ich finde, so kann man nicht Musik machen. Musik muss man ja zusammen machen. Aber weißt du, Big Band, wirtschaftlich undenkbar. Ich hatte einfach das Gefühl, der kann jetzt genau das, was ich eben nicht kann, weil ich mich nie verkaufen konnte. Vergiss die Grossband-Wand, dann müssen wir ein Sextett machen. Don't stop the show. 1969 wird der Traum wahr. Die Profikarriere beginnt. Sofort steigt der professionelle Druck. Auf Lienhardt wartet eine erste Zerreißprobe. Es geht um seinen Bruder Hans. Das war für mich eine sehr harte Entscheidung. Die ganze Band hat einfach gesagt, du, der Hans, der ist wirklich der netteste Mensch, den ich je gekannt habe. Er hat sehr gerne Musik gemacht. Er hat vor allem Posaunen gespielt und hat im Sextett ein bisschen Trompete spielen. Das war einfach eine unglückliche Konstellation. Und Trompete ist halt eben ein Instrument, das wahnsinnig wichtig ist in einem Sextett. Oder? Das ist quasi die erste Stimme. Und das hat so, man gemerkt, irgendwie geht es nicht weiter. Und dann haben dann die Kollegen gesagt, ja, irgendwie. Ich hätte keiner gewusst, wie ich es formulieren soll. Und man hatte gleich das Gefühl, es geht nicht weiter. Man muss einfach einen Trompeter haben. Ja. Und dann am Schluss musste ich halt als Chef müssen im Künden. Und das war wirklich her. Das war wirklich her. Weil der Hans war ein flotter Mensch. Und ich wusste, er ist gerne Musiker. Er war gerne on the road. Und da habe ich auch gesagt, von jetzt an wird es mir eigentlich nie mehr wirklich schwer fallen, jemanden zu entlassen. Weil das war für mich das Schlimmste. Aber es war irgendwie eine Notwendigkeit. Ja. Hat es mal Zeiten gegeben, wo wir es gerne an den Nagel gehängt haben? Ganz am Anfang eigentlich schon. Wir hatten relativ viele Vorschusslorbeeren gehabt. Wegen dieser Big Band. Wir waren natürlich jung. Und das war etwas Spezielles. Und dann hatten wir wahnsinnig viel Presse gehabt. Wir hatten Titelseiten in allen grossen Zeitungen als Amateure. Und wir hatten das Gefühl, okay, jetzt Profi und jetzt geht es gerade so weiter. Und dann war es eben sehr anders gewesen, weil als Profis natürlich andere Maßstäbe angesetzt wurden vom Publikum. Und dann sind wir dann recht vom Boden runtergekommen. Und vor allem in Deutschland, wo wir überhaupt niemand waren, nicht einmal als Amateure bekannt waren, dort haben wir einfach wirklich unterdurch müssen. Und wir waren sehr demoralisiert gewesen. Aber das war eigentlich eine Phase, die vielleicht 6-8 Monate gegangen ist. Und dann ist es dann doch in der Schweiz ziemlich gut gegangen. Thank you.
Da muss ich sagen, ich habe eigentlich damals gar nicht wahrgenommen, weil ich bin so mit mir selber beschäftigt war. Und ich habe es erst mal wahrgenommen, wo wir im Atlantis gespielt haben und der Pepe ist uns los und hat mir die Hand geschüttelt und ein Kompliment gemacht. Das war der erste Pepe-Treff gewesen. Und später habe ich natürlich von ihm gehört, so eben, als er da angefangen hat mit so Big Bands, Arrangements machen und Sachen. Und vielleicht 2-3 Jahre später bin ich mal in den Club gegangen. Der hat Plaza geheißen in Basel, im Hotel Plaza. Und dort, die haben eine Dancing gehabt, also einen Tanzclub. Ne? Und dort hat er gespielt mit dem Sextett. Und da war ja auch der Pino dabei gewesen, den ich schon kennt habe. Und du, das war eine ganz tolle Sache gewesen. Wir haben da oben getanzt und gemacht und die ganze Band eigentlich sehr sympathisch und sie haben einen guten Sound gehabt. Hat mir sehr gefallen. Upon the body, upon the experience. One time set. Upon the world, upon the people, upon the high. It is said with a death left out, and others before the window sill. Wie bist du und der Pepe eigentlich damals zusammengekommen? Ja, das ist ein ziemlicher spezieller Zufall gewesen, weil ich habe in einer italienischen Tanzband habe ich gespielt, das heisst als Übergang von meiner damaligen Gruppe, der Sevens, haben wir uns aufgelöst. Die sind alle in einen seriösen Beruf gegangen, einen seriösen Beruf und ich wollte weiter Musik machen. Und kommt zufällig einer an, so ein Bandleiter von einer Tanzband, italienisch, gefragt, ob ich bei ihnen spielen würde. Sie suchen einen Gitarrist oder Bassist, der noch singt. Dann habe ich gedacht, okay, als Übergang, why not, habe ich das gemacht, habe gespielt und dann habe ich irgendwie über verschiedene Leute gehört, dass der Pepe Riena ein Sextett will machen, ein professionelles Sextett. Und hat noch einen Sänger gesucht, der Bass spielt oder Gitarre. Und hat Hardy Hepp, für die, die ihn noch kennen, der Hardy Hepp, ganz ein grosser in dieser Zeit, hat im Pepe den Tipp gegeben, also mich mal hören. Er kennt mich noch von der Seven Sea, das wäre etwas für ihn. Der Pepe keine Ahnung, wer ich bin. Ich auch nicht gewusst, wer der Pepe ist. Und dann haben wir im Basso gespielt, im Dancing. Und dann hat mir jemand gesagt, Pepe, jeder kommt jetzt bei mich hören. Dann ist es gekommen, so. Und dann habe ich ihn nicht einmal mehr gesehen nach dem Auftritt, sondern hat mir angerufen nachher. Und er gesagt, er sei dort in Basel und es hat mir gefallen, was ich mache und ob ich Interesse habe als Gitarrist in dieser Band, von ihm, Profiband. Und er gesagt, ja sicher, würde mich interessieren. Und dann eine Woche später läutet er nochmal an und sagt, ob ich zufällig Bass spiele. Er braucht jetzt einen Bassist, Gitarrist, habe ich jetzt gefunden, einen alten Freund von ihm, den Bill von Ax. Und er hat gesagt, ja, spiele ich Bass. Und so hat sich das ergeben. Und dann? Ja, genau, dann haben wir angefangen zu proben und die ersten Zusammenkünfte miteinander, dazu mal war noch Renato Anselmi dabei, der Kurt Amrain, es waren noch zwei andere dabei, eben sie zwei dabei noch. Und haben wir so die ersten Proben gehabt im Toggenburg oben, kann mich gut erinnern. Ja, und dann hat sich das so, hat man sofort gemerkt, wie es eigentlich gut funktioniert, wie die Chemie da ist von uns sechs. Wir haben es gut gespürt und so und ziemlich losgegangen und ich hatte einen guten Eindruck gehabt. Was ich vielleicht noch sagen dazu wegen Pepe, der mich nicht kennt und ich ihn auch nicht, er hat eine lustige Episode erzählt. Er sei im Niederdorf laufen mit der eine gute Kollegin von ihm. Und zwar ist das heute eine Journalistin, die im Tagi das berühmte Kreuzworträtsel macht. Auf jeden Fall war sie ein riesen Fan
von mir und von den Sevens. Und dann sind die durchs Niederdorf gelaufen und wir sind auch gerade durchs Niederdorf gelaufen. Alle, also die Sevens nebeneinander, so lange Mäntel hoch ist, Absatzstiefel und so, Tor so lang und so. Fama sagt sie dem Pep, hebt die Hand so und sagt, ich glaube es nicht. Dann sagt er, was ist los, was ist mit dir los? Die Sevens kommen, schau die an, da sind sie. Und er sagt, wer ist das? Kein Mensch kennt doch die. Was? Die sind die Besten. Und so hat er mir das noch erzählt, wie er eigentlich mit uns erstmal Kontakt hat, indirekt mit mir auch. Und ich habe das noch einer amüsant gefunden, die Geschichte. Jetzt, aber kurz darauf runter, ist ja der Livio und der Kurt und der Anselmi sind ja dann ausgewechselt. Ja, eben der Livio ist nicht dabei, als Trompeter, stimmt. Und der Renato hat Famul eigentlich nicht mehr wollen, weil er aus einer anderen musikalischen Basis gekommen hat. Ihm ist zu viel kommerziell gewesen, das Ganze. Er hat ihm nicht mehr gepasst. Und er hat gesagt, er wollte wieder zurückgehen in seine Welt von der Musik und hat dann auch von produzieren. Er ist dann einer von den Ersten, der die ganze Music-Clip gemacht hat für Reklame, für Produkte und so. Er hat eine sehr, sehr gute Basis gehabt, dort hat er sehr gut geschafft mit dem. Ja, und hat natürlich eine eigene Band aufgemacht, die hinter seine Musik, seine Art von Musik gespielt hat. Und dann ist der... Der Kurt ist ja der letzte ausgewechselt. Ja, ich weiß nicht wann. Ich weiß gar nicht wann. Es war nach Sheila Baby, nach der ganzen... Aber bei Sheila Baby ist Kurt noch dabei? Ja, das meine ich, der war noch dabei. Gewesen, ja. Und nachher... Und das war im 72 gewesen, und dann ist er, glaube ich... 74 war die Produktion gewesen, da mit dem Ashton. Dort ist der Kurt schon nicht dabei gewesen. Da das ist der Manfred Schacher. Genau, der war Manfred Schacher gewesen. Und der Christian muss... Der ist kurz nachher gekommen. Ja. Also kurz vor mir ist er. Ja, eben. Ist er auch dabei gewesen in Thailand? Ja. Eben, ist das, ja genau. When sun is set. Und dann bin ich spionieren, was macht der Hasi Osterwald, was macht der Pepe Lienhardt, was macht der Dorados, hat man gehört, so die Namen. Ich bin dort reinbesitzen und schauen und aufschreiben und hören. Und aha, so geht das. Ich habe am Anfang ein bisschen das belächelt, oder? Ich habe gesagt, ja, die sind ja alle geschniegelt. Und die komischen Kostüme, die sie haben in der Dancing, oder? Heute kann man ja wirklich lachen drüber. Früher ist ja das hip gesehen, ist ja total in gesehen in dieser Zeit. Aber für mich auch etwas Neues, oder? Let you go, Sheila, baby, I'm loving you so. Im Mai 70 in einem Hotel, zur Nacht nach dem Dienst. Wir haben gespielt in Bad Ragaz und er hat wieder in St. Gallen gespielt, im Trischli. Haben wir uns dort kennengelernt. Nach Spielschluss, so wie üblich, Musiker haben den Feierabend, oder? Und da habe ich ihn persönlich kennengelernt. Aber wir haben natürlich als Musiker gewusst, dass der Pepe Lienhardt, das Sextett von Pepe Lienhardt natürlich fast ein bisschen meilenweit weg war von uns. Also die haben das richtig gut gemacht, sind ein bisschen wirklich unsere Vorbilder gewesen. Rain or shine, beer or wine, my honeybee. Fast or slow, high or low, my honeybee. I'll share everything with you. Where
a game we can play together. It's a game they got it done. There's a game we can play forever. If you wanna be my love. There's a game we can play together. It's a game they got it done. There's a game we can play forever. If you wanna be my love. Oh, kiss me. Be all mine. Squeeze me. Be all mine. Love me. Be all mine. No one else is ever to be the one and only girl for me. There's a game we can play forever. If you wanna be my love. On a rainy day she came along. Nobody knew to whom she did belong. On the road I met her and asked to come with me tonight. Downtown we find happy people. Für mich einfach so sehr typisch schweizerisch. In dem Sinn, dass er besitzt die Tugend vom Schweiz. Er ist sehr ehrlich, korrekt und treu auch. Wenn etwas einmal stimmt mit jemandem, dann bleibt er einfach. Ich glaube, wenn sie als Welsche, die vielleicht doch ein bisschen anders ist, sagt, ich sei typisch schweizerisch, dann meint sie, dass ich, sagen wir mal, alles sehr genau nehmen und ehrgeizig bin und vielleicht nichts im Zufall überlassen. Und sie als Schneiderin natürlich, sie hat ja unsere Gaststimme seit vielen Jahren also immer gemacht. Sie kennt mich natürlich von dieser Seite her, dass ich mit genauen Vorstellungen komme zu ihr und mit ihr zusammen das besprechen und das muss dann alles auch möglichst schnell gehen und zackig. Und vielleicht finden sie das wahrscheinlich typisch schweizerisch, dass ich auch so ein bisschen Präzisionsfanatiker bin, wenn man Teile dann vorwerfen, ob ich das einfach normal finde, wenn man einen Job macht, dann macht man den richtig und ich habe fast der Ehrgeiz, jede Beziehung gut zu arbeiten, eben nicht nur super Musik zu machen, sondern auch super angelegt sind. Also das gehört alles ein bisschen zusammen und ich glaube, das meint sie, wenn sie sagt, ich sei ein typischer Schweizer. Das Bild habe ich gewählt wegen der Schuhe. Diese Schuhe sind sensationell, ich würde sie sofort anziehen. Meine sind braunglänzig, aber goldglänzig ist schon sehr sexy. Und auch die farbige Auswahl von diesen knackigen Herren mit diesen Strickpulli. Grossartig, also mir gefällt's. Das ist etwas, was man heute auch wieder sieht. Also viele Big Bands treten in diesem Stil auf. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du so Bilder siehst, eure Fashion, die ihr nicht getragen habt, verbunden mit dem Lebensgefühl, euren Konzert, die ihr gemacht habt, wenn du die Bilder siehst? Ja, also wir haben schon sehr im Sextett damals, in dieser Zeit, wir waren eine Popband, also Coverband, würde man heute sagen. Und wir haben in der Dancing gespielt, in Luzern im Kursaal, später im Blackjack. Und Kleider war bei uns schon immer sehr wichtig. Wir haben also von Anfang an immer den gleichen Schneider gehabt, den Gingis in Zürich. Bis zum heutigen Tag kaufe ich meine Anzüge bei ihm. Ja. Cool. Und dann natürlich eine Schneiderin, gehabt, die uns die Dinger, also die haben wir eigentlich, die Idee habe ich eigentlich immer selber gehabt. Da bin ich dann gegangen. Wir haben uns natürlich orientiert nach internationalen Vorbildern. Zum Beispiel hier mit den farbigen Sachen, das ist Fifth Dimension hat es eine Gruppe in Amerika, die sind immer so wahnsinnig angelegt. Da haben wir die Fotos studiert und das auf unsere Band zugeschnitten. Aber in dieser Zeit haben wir schon sehr viel Wert gelegt. Heute sind wir mit der Big Band eher klassisch, Smoking oder schwarze Schale mit der Krawatte. Aber da sind wir natürlich eben ja, noch jung und schlank gewesen und haben das farbige Zeug können tragen.
Das ist die berühmte das Cover mit dem Sackmesser drauf. Ah, mit Sackmesser, ja. Und Leanheart. Jawohl. Und das war eine Produktion zusammen mit dem Tony Ashton. Richtig, ja. Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich nicht ganz sicher. Da müsste man nochmal den Peppe fragen, weil ich habe Tony Ashton kennen, noch vor dem Peppe. Der hat ja früher einen Pony gespielt, an der Rennstrasse, ja, mit der Remo vor. Und wir haben mit den Sevens dort gespielt und so haben wir es kennengelernt, also vom Beigel. Und dann, wo dann Pepe später sagt, dann im Sextet, eben Tony Ashton tut das produzieren, ich sage, wow, ist unglaublich, der Kreis schließt sich wieder, oder? Von der Pop-Seite, jetzt Sextet und der Tony Ashton taucht auch wieder auf. Und ich vermute, als das durch die Plattenfirma, der Pepe hat, glaube ich, ihn vorgeschlagen, und dann kennengelernt haben, so. Das wäre mal etwas anderes, weil dann haben wir gedacht, der könnte uns vielleicht eine Richtung geben, die wir jetzt gar nicht haben, von dieser kommerziellen Sache. Ein bisschen etwas Rockiges, ein bisschen Moderneres. Und sie ist auch speziell geworden, muss ich sagen. Es ist von der Art her, von der Musikalität, sicher mal etwas, was für uns ganz neu war. So haben wir ja eigentlich gar nicht gespielt. Also auf der. Aber wenn man sie durchlässt, ist es fast die einzige LP, die ein bisschen aus einem Guss ist, von der Stil her. Ja, es ist alles durch Tony Ashton, wo sie, kann man sagen, seine Ideen hineingegeben hat, wie, wo, was, oder? Er hat teilweise sogar selber nicht mehr gespielt darauf. Und es war auch eine verrückte Produktion gewesen, von der Atmosphäre her. Er ist natürlich ein unglaublicher Typ, Engländer, mit seinem Humor noch dazu. Wir haben die Hälfte gelacht bei den Aufnahmen, richtig gelacht. Das war so lustig gewesen. Aber trotzdem produktiv. Er ist dann auf England zurück mit den Bändern und hat dort noch ein Chörli reingesungen. So ein paar schwarze Sängerinnen, die er da Chörli gesungen haben bei gewissen Nummern. Das haben sie aber in England gemacht, da haben wir nichts damit zu tun gehabt. Und ich habe eine ganz spezielle Produktion gefunden vom Gesamtpaket, die ganzen Aufnahmen, alles, was wir hier erlebt haben, war einfach wirklich einmalig. Ist nicht der Hardy Hepner dabei gewesen?
Der hat nämlich etwa 3-4 Songs. Ah, der hat Text, doch. Der hat die Texte geschrieben. Er hat ein paar Texte zu Songs geschrieben. Da hat sogar einer so von mir noch in drauf. Der Clown hat er gemacht. Der Clown und Crying in the Rain. Crying in the Rain, das war einer von mir gewesen, ja. Er hat, ja, noch hat etwa 3-4. Ja, genau. Aber er hat nur Texte. Er hat nur Texte, ja. Er hat nur Texte. Das Zürcher Maskott wird zur Heimbasis des Sextetts. Der große Publikumsandrang war schuld daran, dass der Warenlift der einzige Weg war, die Bühne zu erreichen. Der Club war damals der Hotspot der Stadt. Das ist wahnsinnig. Oh, wo bist du gestanden? Ich bin rechts aussen. Ja, rechts aussen. Rechts. Du bist gerade links aussen. Du bist gerade oben und da ist umgezogen. Und dann haben wir einfach die Leute durch. Ja, klar, es hätte keine Backstage gegeben, wir können auftreten. Wir haben einfach die Leute durch. Wir müssen uns durchkämpfen. Es war einfach jeden Tag voll. Einfach jeden Tag. Kannst du sagen, ausverkauft? Ja. Das ist unglaublich. Kann man sich gar nicht vorstellen heute. Das ist einmalig. Ja, wir sind dort, bevor es losgegangen ist, Stegen aufgestanden und unten war eine Kolonne, bis ins Kino führen. Immer im April präsentiert das Pepe Lienhardt Sextett im Maskott sein neues Programm. Im folgenden Monat zieht die Band weiter durch die Nachtclubs der Schweiz und Deutschlands und später durch ganz Europa. Elf Monate arbeiten die Musiker durch, dann gibt's einen Monat Pause. Im Winter sind sie immer in den Bergen, in Davos, Gstaad, Grindelwald. Zuerst haben wir mal probiert, ein paar Stunden zu schlafen. Ja. Nach denen wir teilweise noch lustige Nächte hatten. Wir sind ja teilweise auch mal in einem Club nachher. Dann wollen für uns auch mal ein bisschen Spass haben. Aber am anderen Tag sind wir zack, knallhart an die Probe gegangen. Und also eigentlich der Meeting Point ist immer so 4-5 Probe. Ja. Teil haben wir länger geschlafen, Teil weniger lang. Und, aber an jedem Wochentag haben wir Probe. Kann man sagen, all die 10 Jahre. Ja. Jeden Wochentag haben wir Probe gehabt. Am Schluss haben wir etwa 8 Stunden Repertoire gehabt, auswendig. Wir können anpassen. Wenn wir in einer Festhütte gespielt haben, haben wir natürlich auch so Schunkellieder gespielt oder James Last Sound oder so Zeug. Und wenn wir halt in einer modernen Diskothek gespielt haben, haben wir nur die poppigsten, neuesten Sachen gespielt. Und dann haben wir auch Konzertantenstücke gehabt. Wir haben das Duke Ellington-Medley gemacht im Dancing. Wenn man das heute überlegt, das ist ja unglaublich. Und das ist aber irrsinnig angekommen, oder? West Side Story haben wir als Gitarre-Feature gehabt. Ja. Wir haben auch gleichzeitig Black Knight von Deep Purple gespielt. Paranoid von Black Sabbath. Ja. Das muss man, sollte man denen mal entgegenhalten, die einfach das Gefühl haben, wir sind einfach so eine Schlagerfuzzi-Band gewesen. Das Jahr hat einfach neue Maßstäbe gesetzt für Showbusiness. Ja, nicht nur in der Schweiz, sondern in Deutschland. Der deutschsprachige Raum war er jahrelang einfach der Größte. Er hat tolle Fernsehshows gemacht, Musikfilme. Da war er ein Vorbild. Und dazu mit Topmusikern hat er in dem Sinn populäre Musik gemacht. Come on, kid! Oh, yes! Oh, honey doll! Oh, plug the bass! Der Hasi war definitiv das Master der Dinge, das muss man sagen.
Wir haben wirklich jetzt beides gemacht. Super Show. Und jetzt super noch Klamauk. Wie sich Musik und Comedy zum Erfolgsrezept vermischen, hat Hasi Osterwald vorgemacht. Die Klamauk-Einlagen um Mitternacht kamen beim Publikum sehr gut an. Auch Pepe Lienhardt versuchte mit der Band diese Kombination. In your madame, your finger and anger, madame, and for your do. Wir hatten eigentlich ein super Leben natürlich. Und ja. Am Tag immer können eben ins Kino gehen, wir haben immer schön im Restaurant gegessen und so sind wir in den gegangen, wo wir auch gegangen wären, wenn wir nicht gespielt hätten. Ja. In dreams I kiss you hand, hat sicher nicht hochgesteckt, wir wollten einfach spielen, wir wollten Erfolg haben. Wir, haben ja, wir sind nicht ins Dancing gegangen, um später Weltstars zu werden. Wir wollten in der Dancing Erfolg haben. Wir wollten die beste Band in der Dancing sein. Das war eigentlich das Ziel. Ja, genau. Wir haben nicht geplant, mit 60 Jahren Dancing zu spielen, aber da haben wir uns nicht Gedanken gemacht, was ist morgen. Im Hintergrund behält einer die Übersicht und steckt neue Ziele. Es ist Manager Freddy Burger, der die Zukunft der Band im Auge behält. Hast du, was ich hatte? Ja, jetzt endlich. Genau. Ausgerechnet heute. Weisst aber, und spielen musst du auch noch heute. Ja. Was du sagst. Die wesentlichen Karriereschritte des Sextetts leitet Burger ein. Er hält die Band auf Trab, organisiert Fernsehauftritte, Galas und Plattenaufnahmen. Darunter gelitten, wo er gesagt hat, du verkaufst mich besser, als was ich abliefern kann oder bin, ist ab und zu mal gekommen, und man gesagt, nein, es kommt, ist immer höchst, ich gesagt, nein. Und, aber es ist auch gut gewesen, so, weil er das dann erfüllt hat, was ich erzählt habe. Und darum haben wir uns miteinander so können aufsteigern. Wo dann angekündigt wurde, dass er eine Band mit einer Band in den Club kommt, da hat man das also zur Kenntnis genommen. Und mehr als zur Kenntnis genommen. Ich kann mich erinnern, sogar einmal sein erstes Engagement, das ich hatte, war im Trischli St. Gallen. Dort bin ich also in den ersten Tagen schon gehockt. Als Bandleiter, der aus den Logen heraus erfahren wollte, wie es sein müsste. Und das war eindrücklich. Ich bin also dort raus, aus diesem Tischli, mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, muss ich sagen. Weil das hat mir genau gezeigt, was uns fehlt. Und absolut Perfektion, musikalisch, Sound, technisch und das Bild auf der Bühne. Das ist Las Vegas. Das war für mich Las Vegas. Das ist Las Vegas in der Schweiz, so müsste es sein. Ich habe ja Jochen Brauer kennt schon, ich habe Bob Asam und so. Das war alles Zirkus. Mit Pepe auf der Bühne, zack, Klapp, Musik, Dang. Einfach, das ist eine Band, die kann im Fernsehen live spielen, habe ich mir gesagt. Da muss ich jetzt kein Playback haben. Und so bin ich natürlich nachher zurück zu meiner Band, zu meiner Musiker als Missionar. Oder? Und dann erzählt, so sollte sie und wir sollten halt ein bisschen einheitlich, ein bisschen anlegen wieder. Das sind wir eigentlich gewesen, aber wenn ein neuer Musiker gekommen ist, mit zum Beispiel der Chris Wunderohr, dann Chris Wunderohr, hast du nicht können sagen, du musst jetzt das Pufferhemmel anlegen. Das hat er gesehen, ja aus wie so ein Coiffeur mit Pufferhemmel. Nein, ich kann, nein, mach ich nicht. Für mich war der Pepe einfach eine zielorientierte Perfektion von A bis Z. Aber das hat mich auch nicht überrascht, weil einer, der in so jungen Jahren einen Big Man führen kann, der fällt ja nachher nicht an, da irgendwie Seich machen, oder? Ein fester Bestandteil von jedem Pepe Lienhardt Engagement war die tägliche Musikshow. Meistens um 23.00 ist es im Dancing dunkel geworden und die 50-Minuten-Show von Pepe Lienhardt ZZ hat gestartet.
1975 hat die Plattenfirma EMI Switzerland die Show im Zürcher Dancing Mascot mitgeschnitten und als LP produziert. Übrigens die einzige Schallplatte mit dem Repertoire von dieser jährlich wechselnden Musikshow von Pepe Lienhardt. Ladies and gentlemen, the Pepe Lienhardt Show! Die meisten Musiker von Pepe Lienhardt keine eigentlichen Showman, sondern sehr gute Musiker gewesen sind, hat man vor allem auf ganz spezielle Musikarrangements gesetzt. Kombiniert mit einer einstudierten, auf Musik abgestimmten Lightshow. Im Januar 1978 hat sogar das ZDF in Grindelwald die ganze Show aufgezeichnet und mit vielen Skiszenen als TV-Musikshow mit dem Titel Winterzauber inszeniert. Thank you.
Christian Hoffmann. Und dann kommt der große Hit. Swiss Lady. Mit diesem Lied geht die Band 1977 in den Kampf um die Teilnahme am Eurovision Song Contest. Der Song hat einfach funktioniert. Der war originell, fetzig, witziger Text und es hat einfach gepasst. Ja. Er spielte Rock'n'Roll, er spielte Dixieland und war bekannt als die One-Man-Mountain-Band. Er sagte, du sieh allein ist die Welt von Musik. Sie gibt mir alles und vergiss mich nie. Sie ist meine Sweet Lady. Das ist doch gut. Nervös, oder? Wir begrüßen Sie heute zur Schweizer Ausscheidung für den bevorstehenden Concours Eurovision de la Chanson. Wir waren im Herbst auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer. Es war eine Musikkreuzfahrt. Es war Pepe Lienhard dabei, Minstrels waren dabei, Peter Zinsli, wunderbare Länderkapelle und noch, glaube ich, zwei Alphornbläser. Und am Abend haben wir uns getroffen und haben miteinander Musik gemacht, so Jam-Session gemacht. Und irgendwann hat der Mustafa, das war der Trompeter von Pepe, Alphornbläser gefragt, ob er auch mal so auf einem Alphorn dürfe spielen. Und er hat gesagt, ja, ist gut, oder? Er denkt, er bringt keinen Ton raus. Und er hat wie ein Herrgöttli gespielt. Ein paar Tage vorher hat mich der Pepe gefragt, er gesagt, du Peter, wenn du mal einen Song hast, Eurovision wäre schon ein Thema für uns. Dann habe ich gesagt, du, vielleicht habe ich mal eine gute Idee. Ein paar Tage später, wir sind wieder bei den Alphornbläsern, hat der Mustafa so gespielt, dass mir klar ist worden, das Alphorn, das ist die Swiss Lady. Jetzt muss ich noch Text drum haben und eine gute Melodie. Und Ende dieser Telekreuzfahrt, das glaube ich, ist der Song fertig gewesen. Dann habe ich Pepe gesagt, schau, was meinst du dazu? Und so ist das Kind geboren worden und ist der sehr grosse Erfolg. Also, schau, die Sperrfrist für die konkurrierenden Schlager, die ist mittlerweile wieder abgelaufen. Das ist so ein Reglement, wo man berücksichtigen muss. Und damit könnten wir doch jetzt der Pepe Lienhard noch einmal bitten, dass er uns die Schweizer, also die deutsche Version von unserem Schweizer Beitrag noch einmal vorspielt. Und zwar von dieser parodistischen Liebeserklärung an Alphorn. Und Alphorn, das ist in dem Fall Swiss Lady. Sie war ziemlich schlank, sie war gattenschlank und manchmal nahm er sie aus seinem Schrank. Dann machte er Musik und legte zärtlich die Hand um sie. Er spielte Rock'n'Roll, er spielte Dixieland und war bekannt als die One-Man-Mountain-Band. Er sagte, du sie allein ist die Welt von Musik. Sie gibt mir alles und vergiss mich nie. Sie ist meine Swiss Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Der erste Platz bleibt unerreichbar, doch es reicht immerhin für den sechsten. Und die Folgen sind gewaltig. Also, Entschuldigung, eine neue Dimension eingeläutet, ja. Für uns. International ist eine andere Dimension. Vorher waren wir mal zwischen dir in Deutschland, aber da ist es international losgegangen. Was nun folgt, nennt Pepe Lienhard seine Popstar-Zeit. Privatjet, unzählige Fernsehauftritte und Galas weltweit. Doch der Erfolg hat seine Schattenseiten. Der Hit wird zum goldenen Gefängnis. Alle wollen immer nur die Swiss Lady.
Und der Peppe war natürlich auch immer so ein bisschen unser Leuchtturm gewesen. Wir haben geschaut, was hat er für Anlagen, was haben sie für Bühnenkleider, was spielen sie in der Show. Einfach das Ganze drum und dran war immer so irgendwie wegweisend gewesen für die Musiker auch, muss ich sagen. Ja. Wir waren auch im gleichen Management mit Cockpit, oder? Hast du auch mal Zeit gehabt, nebst deiner Arbeit bei der einen Band, den Peppe Mago anzuschauen? Ja, vielleicht ein, zwei Mal. Es war natürlich schwierig. Wir Oldies, das weißt du, Werni, wir waren alle Einzelkämpfer. Wir haben uns jetzt, 40 Jahre später, näher kennengelernt, als wir uns in der Aktivzeit überhaupt kennt haben. Wir sind die, die abgebaut haben, die aufgebaut haben, während die Musiker eins genommen haben miteinander. Wir haben müssen funktionieren. Wir waren die Garanten, dass der Karren läuft, oder? Es war ja auch so richtungsweisend, dass der Peppe damals alles schneeweiß hatte. Instrument, Gauss, Türm, alles in weiß. Und das hat einfach so gewirkt auf der Bühne. Das hat dann die anderen schon ein bisschen inspiriert. Ja, wir hatten ja auch weisse Anzüge, alles weiss, Zylinder, ja. Alles absolut, in weiss. Absolut, ja. Und dann hat jedes Bühnenlämpchen, das eine Farbe hatte, eine wahnsinnige Wirkung. Ja, ja. Und keiner hat traut nachher als Band ganz in weiss gekommen. Sie hat, ihr imitiert den Peppe. Er war einfach schon ein bisschen, eben, so ein der Leuchtturm, der in Sachen Show-Szene in der Schweizer Dancing gerade noch ein Meilenstein gesetzt hat, das weiss ich. Im Zusammenhang mit dem Peppe Lienhardt Sextett muss man unbedingt die Musiksendung im Schweizer Fernsehen Musik und Gäste erwähnen. Mit der beliebten Moderatorin Heidi Abel. Und die ganze Sendereihe hat einen grossen Einfluss gehabt auf die Karriere von Peppe Lienhardt Sextett. Über 4 Jahre lang ist der Peppe und seine Musiker die Hausband von dieser Sendung war. Fast alle 3-4 Wochen eine stündige TV-Sendung schweizweit hat dafür gesorgt, dass fast jeder in der Schweiz die Band und ihre musikalischen Qualitäten kennengelernt hat. Das wiederum hat den Effekt gehabt, dass das Peppe Lienhardt Sextett da immer mehr und wichtige Gala-Veranstaltungen gebucht worden ist. Und auch andere TV-Sender im Ausland auf die kleinste Big Band der Welt aufmerksam geworden sind. Viele internationale Showkünstler sind damals live begleitet worden und dadurch sind spannende neue Verbindungen für die zukünftige Entwicklung der Band entstanden.
war etwas sehr Beruhigendes, etwas ein bisschen Stilles. Ein Lied von Billy Joel in der Version von der Pepe Lienhardt Band. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely rose. Everyone is so amerikanische Rhythmen in Trance versetzen lassen, und zwar durch den Bongo-Spieler Bernie Proc und Roberto Blanco. Yeah! Heute so, morgen so, einmal traurig, einmal froh, ja, die Liebe kommt und geht so schnell vorbei. Oh, heute so, morgen so, denn mit etwas Glück verliebst du dich aufs Neue. Ja! Oh! Ah, heute so. I need you, everything.
der Udo Jürgens. Im Geschäft stehen seine Platten immer vorne im Regal. Und in deinem Zimmer hängen seine Bilder überall. Und er kommt aus Kalifornien with the sunshine in his hair. Und für dich da gibt es keinen, der so ist wie er. Ornella Vanoni war krank. Die Mutti war schwanger, ja. Die ist immer schwanger, wenn die zu uns kommen muss. Und so weiter. Ja, das ist sehr interessant. Aber die meisten trotzdem kommen zu uns. Auch wenn die Schweiz, muss man schon sagen, ein kleiner Markt ist. Es interessiert diese Sänger nicht. Die kommen nur, weil wir sehr sympathisch sind und weil die Sendung gut ist. Die beste Reklame. Beste Reklame. Gianni, ja, selber für die Sendung. Ja, ja. Gianni, wollen wir ein bisschen Musik machen? Wir gehen auf den nächsten, ja. Ich habe mir Cynthia Rhodes, weil genau eine dieser Fälle sind, aus Amerika. Ein Riesenberuf. Sie hat im Flashdance getanzt. Sie hat dann mit Travolta gesungen und getanzt. Und das ist eine wunderschöne mit Pino Gasparini und Pepe Lienhardt live. And in your eyes, I've never
should have found the words, I might have stayed. But if I start to speak, the music spielt Pepe Lienhardt Sextett oder die Band ein, auf der einen Seite in Clubs, ist also eigentlich ein Nachtclub-Act. Es macht aber auch Platten, es macht Gala, es begleitet Stars. Ist das nicht recht schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen? Das ist ein Riesenproblem, das wir haben. Und wir versuchen jetzt auch, uns mehr und mehr, sagen wir mal, auf eine Sache zu konzentrieren. Das ist klar, wir haben angefangen in der Dancing und wir versuchen, das Image auch ein bisschen loszuwerden. In der Schweiz nicht unbedingt, weil in der Schweiz kennen uns die Leute und da wir den Leuten nichts erzählen. Die wissen, dass sie uns auch mal im Club da oder dort hören und sehen können. Im Ausland, vor allem unsere Plattenfirma in Deutschland, die sind bestrebt, uns nicht als Nachtclub, also als Dancing-Orchester zu verkaufen, sondern als reine einfach Popgruppe, kann man sagen, also einfach mit unseren Plattentiteln. Und natürlich reiten wir halt immer auf diesen zwei verschiedenen Pferden und das gibt schon Probleme, auch von Disposition her. Man hat Club, sagen wir mal, Engagement über längere Zeit und dann kommen wichtige Fernsehsendungen rein und das tut sich laufend irgendwie tangieren und das ist das grosse Problem von Freddy Burger eigentlich vor allem, dass er das immer an einem vorbeibringt, dass man auch den Clubsitzer kann beibringen, dass man jetzt an die noch wichtigere Fernsehsendung sollte gehen und wir versuchen natürlich schon, je länger sie mehr und das ist eine Entwicklung, die sich jetzt automatisch ergeben hat durch die paar Platten, die wir rausgebracht haben, dass man mehr und mehr nur noch Fernsehen macht und einfach Auftritte, einzelne Auftritte, Konzerte und eben sogenannte Gala-Auftritte. Taxi. Sind Musiker Angestellte von Pepe Lienhardt? Musiker sind nicht angestellt, man kann das nicht so betiteln. Die Musiker sind mit einem Fixlohn beteiligt, weil die haben von vornherein immer einfach auf Sicherheit gehen. Das Risiko in dem Sinn hat immer der Pepe und ich getragen. Und die Musiker haben ein Fixum und eine prozentuale Beteiligung vom Erfolgsergebnis. Wenn ich jetzt für meinen Geburtstag die Pepe Lienhardt Band engagieren möchte, was würde mich das kosten? Wenn Sie mich das so fragen, würde ich mit Ihnen vielleicht dann im stillen Kämmerlein noch mal darüber reden, ob ich Ihnen eventuell da einen Spezialpreis machen könnte. Aber im Normalfall, wenn der Pepe engagiert wird für eine Gala, sagen wir für ein Firmenfest oder für irgendein Jubiläum, ist seine Gage 13'000 Franken pro Abend, wobei da sämtliche Sachen inbegriffen sind. Wir kommen ja mit einem rechten Aufwand von Personal und Equipment, wo man dort herfahren muss, mit dem ganzen eigenen Licht, ist das einfach, was man haben muss in der heutigen Zeit. Was wollen Sie jetzt nach 10 Jahren noch erreichen? Ja, ich habe nicht das konkrete Ziel, dass ich sage, ich möchte mal einmal in der Carnegie Hall spielen oder so und dann sterben oder was weiß ich, sondern ich hoffe einfach, dass es jetzt noch möglichst lange weitergeht. Dass wir weiterhin so den Spass haben an der Musik, wie bis jetzt, mit meinen Kollegen zusammen, dass wir weitermachen können. Das ist für mich ein ganz umfassendes Ziel, also nicht einfach ein spezieller Punkt. So jetzt, raus mit euch, eure arbeitslosen Musiker. Hört die Töne und kein Geld. Und dann kommt das Ende. Es war in Norwegen eine spezielle Tournee. Wir haben in Lokal gespielt, wo die Leute zwei Stunden Crevette gegessen haben und die Lampe gefüllt haben. Es war einfach ein Konzept, das funktioniert hat mit den Norwegen. Das Schiff, das ist also nicht ein Schiff, das war vielleicht 5 Meter lang, ein riesiger Kahn, gefüllt mit Geräten. Also richtig groß. Ja, ja. Und dann haben die Leute alle auf dem Tisch so ein Kacheli wie uns im Milch.
Kaffeekacken schöpfen. Ja, sie sind doch schöpfen, einfach in dem Berg von Gravetten. Dann haben sie an den Tisch genommen und haben die Gravetten geschält, gepult, oder? Und dann hat es einen Topf mit Mayonnaise, haben die da dazu Bier gesoffen, die Grossen. Stundenlang. Und am Schluss waren alle besoffen. Alle Leute. Und ich weiss, in Oslo haben sie so eine Kette gespannt. Ja. Wie der Blues Brothers. Es war eigentlich jeder Oberschlägerei. Und wegen der Show, wegen dem Alphorn. Weil das uns nicht ins Alphorn fliegen, die Leute. Und ich meine, es ist ja so dazugekommen, wenn man irgendeine hübsche Frau am 8. Jahr angesprochen hat, eine hübsche junge, ja, stimmt, ja. Blonde, hat die gesagt, ja, yeah, sure, I wait for you. Und am 12. Uhr. Es war so dort. Es ist mir plötzlich in der Batzen abgegeben. Da habe ich ganz fröhlich da oben gespielt und nichts mehr diskutiert. Aber ich habe einfach ganz genau gewusst, that's it. Dann habe ich Freddy angerufen und gesagt, ich will das Sextett auflösen. Es ist natürlich aus anderen Wolken gekommen. Dann hat er gesagt, was willst du machen? Ich mache eine grosse Band. Und dann hat er schon wieder geschluckt. Ja, ich habe gesagt, ja, probieren. Also ich kann nicht dem Bebe sagen, vergiss das, geht nicht. Wir müssen schauen, wie lange wir das machen können. Wenn wir erfolgreich sind, so lange wie das geht. Und sonst musst du vielleicht wieder darüber nachdenken, dass wir reduzieren, irgendwie wieder auf ein Sextett. Oder? Musik war einzigartig, war natürlich schön, weil der Vorgänger von Hasi war der Teddy Staufer und dann kam der Hasi und dann kam der Pepe und der ist auch heute noch aktuell. So ist eigentlich die Brücke gemacht worden. Ja, wer hätte das gedacht damals? Wer hätte das? Ja, das hätten wir uns nicht vorstellen. Und dass wir jetzt in unseren Tagen des silbernen Haares noch dürfen miteinander über das reden. Das ist natürlich besonders schön. Ich habe mir dann eigentlich selber vor allem so 2-3 Jahre nach der Eurovision, wo wir dann gute Erfolge haben, wo es immer einfach dann weitergegangen ist und gut gelaufen ist. Ich meine, das ist alles wunderbar gewesen. Habe ich doch einfach irgendwie das Bedürfnis gehabt, noch etwas Neues zu probieren, weil ich meine, in dieser Zeit bin ich 33 gewesen, etwa, und da haben wir gesagt, jetzt könnte ich einfach an dieser Swiss Lady, an dem Erfolg noch weiter profitieren und an die Swiss Lady noch weiter auswinden, bis es nicht mehr kommt. Und das geht vielleicht noch 10 Jahre, geht noch 15 Jahre, aber ein Leben lang jetzt einfach auf dieser Welle weiterzugehen, das hätte ich einfach nicht wollen. Und darum habe ich schon mich entschieden, etwas Neues zu machen. Und jetzt einfach, sagen wir mal, nur ein anderes Sextett zu machen oder einfach Swiss Lady nicht mehr zu spielen, das wäre nicht die Lösung gewesen, weil dann hätten die Leute immer wieder nach dem verlangt. Und da werden wir nicht drum herum kommen. Darum haben wir einfach nach einem ganz neuen Konzept gesucht. Big Band ist offenbar schon immer ein bisschen im Kopf umgegeistert, auch zwischen ihnen. Und die Erwartungen, die man natürlich dann dran stellt, sind ganz enorm hoch. Ja. Haben Sie irgendwo den Eindruck, Sie seien unter Erfolgszwang gesehen? Ja. Auf jeden Fall. Aus zwei Gründen natürlich. Erstens, mal einfach, weil man von der grossen Formation einen riesen Sound schon von Haus aus erwartet. Und für mich ist natürlich das schon auf eine Art ein Vorteil war, dass ich jahrelang viel Erfolg hatte und bekannt war. Aber es ist natürlich auch ein Nachteil, weil einfach das Publikum mir nicht Zeit gibt, etwas aufzubauen. Das ist klar, weil wir haben profitiert von unserer Popularität von vorhin. Wir haben, sagen wir mal, wenn wir jetzt die neue Band hatten, hat man die Journalisten einladen. Sie sind natürlich gerade gekommen, weil es präpariert ist. Und aber, etwas erwartet. Haben aber gerade schaurig viel erwartet. Und einer, der halt, es noch nicht geht und nicht etwas Neues macht, der kann den basteln und machen. Und vielleicht, wenn er halt den Journalisten einlädt, können wir es auch noch nicht und so. Und dann macht er weiter. Und eines Tages wird es langsam gut. Und dann nehmen wir ihn zur Kenntnis und dann geht es los. Und bei mir ist es eben schon losgegangen, bevor ich überhaupt gewusst habe, wer mitspielt. Als ich schon mal gesagt habe, mache eine Big Band. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein Stress, also ein Zugzwang. Ich habe damals noch für Musicsine geschrieben. Das war ein Magazin, das auch am Kiosk verkauft worden ist. Und ich war eingeladen zu einer Vorpremiere von Pepe seiner Big Band. Das war ganz neu. In der alten Vogtei in Herliberg war das. Und dann haben die dort gespielt und da waren ein paar Leute von der Presse dort. Und ich habe das einfach geil gefunden. Ich habe es wirklich super gut gefunden. Und ich habe immer weit voraus, nicht tagesaktuell schreiben können. Ich hatte fast einen Monat Vorlauf.
und hat dann eigentlich müssen so schreiben, dass wir sind da gerade jemand am Kiosk gsi, wo die Premiere hätte sollen sein. Und dann war die Premiere in Basel. Und am anderen Tag sind wir gleichzeitig mit dem Blick am Kiosk gsi, wo der Blick getitelt hat, das sei gar nicht gut gsi. Also ein kompletter Verriss von dem Konzert in Basel geschrieben hat. Und ich bin dann zitiert worden auf die Redaktion. So quasi, wo meine Ohren angewachsen sind und ob es zwischen ihnen noch etwas gäbe. Und die haben nicht so Freude gehabt, dass ich da so einen Lobgesang gemacht habe und den Blick, dass er so verrissen hat. Am Tag darauf hat der Pepe in Zürich gespielt und dann war der Blick am Kiosk mit dem Titel, sogar mit dem Titel Seite Pepe, der grösste Europas. Und dann haben sie mir von der Redaktion wieder angerufen und gefunden, ich hätte das eigentlich schon noch gut gemacht. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist wunderbar, dass ihr heute Abend alle da sind. An dem ganz wichtigen Tag für mich und für meine neue Band. Es war ein wichtiger, grosser Schritt im Leben von uns allen gewesen. Von meinen Musikern, die weit hergekommen sind und von mir. Und ich kann euch nur sagen, wir wünschen euch viel Vergnügen heute Abend. Ganz speziell möchte ich unsere Freunde aus Deutschland begrüßen. Es hat viele da heute Abend. Und ich hoffe, sie sind mir alle nicht böse, wenn ich heute Abend Schweizerdeutsch spreche, weil heute alle meine Schweizer Freunde hier sind, weil ich zu Hause bin. Und ich glaube, es ist am Platz, wenn ich auch heute meine eigene Sprache spreche. Viel Vergnügen. Good luck, everybody. Als Mensch habe ich ihn super gefunden. Also auch dort, wo ich mich vorgestellt habe, wie er auf mich zugegangen ist im Prinzip. Er hat einfach hier in diesem Babolo rein, hat er einfach in die Runde reingerührt, mal in einer Probe rein, wo ich gekommen bin. Ist ein Röner Spitz anwesend und so. Und dann ja, haben wir die Hand aufgehebt und dann ist er gekommen und sagt, ja, hoi, salut, ich bin der Pepe und so. Ja, ich muss noch schnell eine halbe Stunde Probe machen, aber dann habe ich eine Stunde Zeit für dich. Und mein der Pepe ist schon dort ist eigentlich ein Star in der Schweiz, oder? Und das habe ich nicht gekannt, auf die Art, dass er so einen auf einem zugeht und dann so gerade das Du anbietet und halt einen gerade so herzlich in Empfang nimmt. Ja, und dann hat man halt dann das Vorstellungsgespräch haben wir ein bisschen gemacht, er wollte ein bisschen wissen, aus welchem Bereich dass ich komme. Hat ihm natürlich gefallen, dass ich aus einem elektromechanischen Bereich gekommen bin. Und ein bisschen geredet und Gott und die Welt. Und nachher sind wir dann sogar noch zusammen gutes Nachtessen. Hat er mich auch noch eingeladen, oder? Ja, das ist eigentlich toll. Also Pepe, muss ich sagen, haut ab. Ja. Haben wir im Mascot in Zürich gespielt. Man darf das schon sagen, ist ja vielleicht nicht gerade so Werbung, oder? Und für den Samstag oder für den Freitag, ich weiß nicht mehr genau, für eine Woche, einen Tag, hat man dann alles müssen abrauben. Dann haben wir zwei Busfahrer bekommen, also wieder zwei Kleinbüsschen. Dann haben wir auf Gorvilien fahren, in die Mittelstation.
Alles natürlich müssen verladen auf das, das ist glaube ich eine Drahtseilbahn, auch heute noch würde ich meinen, ganz rauffahren. Im Restaurant dann natürlich alles wieder abladen. Und der Gag war eben, gewesen, dass der ihn engagiert hat, man hat nicht wissen, dass es der Pepe ist. Das heisst, man musste sämtliche Kisten oder alles, was er immer auf Pepe schliessen könnte, hat man eigentlich müssen zudecken, abkleben, entfernen, was auch immer. Wir haben nicht sagen, von welcher Musik wir eigentlich sind. Das ist noch schwierig, oder? Das ist dann wirklich noch schwierig. Und als Stargast ist dann natürlich eben dann der Udo Jürgens auftreten. Von dem hat man ja schon gar nichts wissen. Aber eigentlich so die ganz tolle Hammer-Story war, dass natürlich der Udo seinen Flügel hat man mit dem Helikopter eingeflogen. Wir mussten im Restaurant eine Scheibe komplett demontieren, um den Flügel reinzubringen. Und der Flügel ist, soviel ich weiss, ein paar Tage voran hat man den müssen nicht durchfliegen, damit man den können stimmen am Tag, also am Vorabend zum, vor dem Auftritt. Ja, das ist so in Erinnerung geblieben. Dann natürlich am Schluss wieder alles zusammenräumen. Und am anderen Abend sind wir wieder im Maskott auftreten. Also, wir als Techniker haben also zwei Nächte gar nicht geschlafen. Und ich denke, auch die Musiker haben nicht gerade viel Gelegenheit gehabt zum Schlafen. Ja. Und das war einer, der hat einen Deutschen, der hat ein Abbruch- oder Recyclingunternehmen gehabt. Und hat seinen Geburtstag einfach den gefeiert. Und hat einfach irgendwie gesagt, ich will den Geburtstag auf der Corvilla feiern. Und ich will ein super Orchester und einen super Stargast. Das war die Auflage. Also er hat eigentlich auch nicht gewusst, wer kommt genau. Also ich nehme es als Assiger so. Und seine Leute und seine Gäste sind etwa nicht nur aus der Schweiz und aus Deutschland gekommen. Die sind also weltweit sind die eingeflogen worden mit den Flügen auf Samaden. Das ist ja so etwa so der dickste Hammer, den ich erlebt habe in meiner Zeit. Ja, liebe Zuschauer, mir tut das immer so leid. Jetzt sind wir ja schon wieder fast am Ende. Wir haben immer noch das Final vor uns. Und zwar das Final mit einem, ich sage jetzt, mit einem verlorenen Sohn. Denn ich erinnere mich daran, dass wir dort zumal, was ist es, im Herbst 76, ja, haben wir mit dem Pepe und seiner damals Smallband, haben wir Musik und Gäste gestartet. Und mittlerweile ist sehr viel gelaufen, aber sind jetzt im Moment nicht mehr bei uns, hat anders zu. Der Pepe ist übrigens gerade vor kurzem in einer grossen Leserumfrage zum Showman, Schweizer Showman des Jahres erkürt worden. Das ist wahnsinnig der Erfolg. Woher kommt das jetzt Ihrer Meinung nach, der Erfolg? Auf was gründet das bei euch? Also ich habe eigentlich ganz recht damit gerechnet. Ich habe eine ganz neue Band gemacht. Ich habe im letzten Jahr fast ein halbes Jahr nicht gearbeitet, also nicht auftreten mit dem Orchester. Und ich war ganz überrascht, dass die Leser mich gewählt haben. Ich hatte das Gefühl, ich sei ein bisschen weg vom Fenster. Aber es ist natürlich schön, wenn man kann sehen, dass vielleicht auch von das von früher her einfach noch doch, dass ich durchziehen während der Zeit, in der ich aktiv war und dass meine neue Band mit vielen neuen Musikern, die noch gar nicht in der Schweiz sind, dass die eigentlich so schön empfangen worden sind, weil ich finde, die Wahl, das gilt nicht für mich allein, sondern das gilt für meine Band. Und ja, aber irgendwie müssen Sie doch unter einem guten Stern stehen. Sie persönlich, auf was führen Sie zurück, dass Sie so ein erfolgreicher Mensch sind? Ich meine, das ist ja etwas, was nicht einfach von Ihnen herkommt. Ich habe es eigentlich noch nie richtig analysiert. Soll ich es Ihnen sagen? Ich habe Freude an der Musik. Soll ich es Ihnen sagen, Pepe? Ja, gerne. Ich kann es Ihnen ganz genau sagen, aber wir müssen mal ganz genau zuhören. Passen Sie mal auf, woher das kommt. Dieser Vertreter des Tierkreiszeichens Widder ist ausgesprochen begeisterungsfähig und aktiv. Trotz seines jovialen Auftretens kann er sich überall durchsetzen und vermag Außergewöhnliches zu vollbringen. Er steckt voller Pläne und ist ein geborener Initiator, immer auf der Suche nach neuen Aufgaben. Sprachbegabung und Geschäftssinn, Optimismus, Selbstvertrauen und die Fähigkeit, das Richtige im richtigen Moment zu tun, sind die Grundlagen seines Erfolges. Er versteht es ausgezeichnet, den guten Willen anderer zu mobilisieren. Einen einmal eingeschlagenen Weg verfolgt er zielstrebig, ohne vor Hindernissen zu kapitulieren. Eine bemerkenswerte Spannungskonstellation enthält das Horoskop im privaten Bereich. Wenn sich genügend Zorn aufgestaut hat, kann es bei ihm leicht zu einer Explosion kommen. Wer sich ihm zum Feinde macht, hat einen unerbittlichen Gegner. Meist gelingt es ihm jedoch, seine unnachgiebige Haltung und seinen Drang zu dominieren, charmant zu verpacken. Applaus
haben Sie nicht gewusst? Nein, keine Ahnung. Mir freut es natürlich, weil mir hat man auch mal so reingelegt. Mir freut es, also dass wir sie haben können. Dass wir sie haben können reinlegen, Pepe, weil so Sachen sind ja in der Sendung normalerweise sonst immer abgesprochen. Jetzt aber ganz schnell noch, bevor wir zum Finale kommen. Was heisst denn das sanft dominieren? Ich frage nicht Sie, ich frage doch mal Ihre Kollegen. Der Bill will ich fragen. Er kennt ganz sicher den Pepe sehr lange schon. Bill, hat das etwas? Aber jetzt ehrlich. Ja, das kann man sagen. Der Pepe hat einfach starke Willen, einfach, oder? Er weiß ganz genau, was er will. Aha. Und ich kann es einfach irgendwie transferieren, ohne dass man das Gefühl hat, irgendwie, er tut es befehlen oder so. Das ist absolut, also das kann man sagen, das stimmt. Ein sanfter Tyrann, trotz allem? Ja, ja immer so was, ja. Und der Pino, was sagt der Pino dazu? Übrigens, dass man verrückt wird. Stimmt das? Er ist doch so sanft lächelnd wie ein Engel, Posaune und so blasend. Nein, er kann auch recht verrückt werden, ich habe das schon erlebt. Aber das noch stimmt es auch, wenn er verrückt ist. Was? Wird er verrückt? Wenn er alles vorher organisiert, wie er es will, und nachher stimmt es einfach nicht ganz, noch kann er einfach explodieren. Und hat er auch recht. Wenn er vorher alles einsetzt, das stimmt, wie er will, und nachher klappt es nicht, dann wird er einfach verrückt. Das sind ja so. Schätzelig, gell? Hätte er doch gesagt, er wird manchmal verrückt und uns macht es auch verrückt. Denn das ist ja klar, dass es einem manchmal verrückt macht. Ja! Pepe, und jetzt lassen wir ihn schwätzen. Jetzt wissen Sie, warum Sie so viel Glück haben und Erfolg. Und wir gönnen es Ihnen. Jawohl. Und wir haben, wie gesagt, jetzt mit Ihrer neuen Big Band das Finale bestritten. Und ich darf bei dieser Gelegenheit unseren Zuschauern schon sagen, also auf Wiedersehen dann im März. Okay. As I leave you there,
Am Anfang war die Karriere eigentlich sehr lokal gewesen, in der Schweiz, Deutschschweiz vor allem auch, aber auch Westschweiz und Tessin. Ich weiss, im Tessin hat er ein paar Mal recht gute Sendungen können machen im Fernsehen. Aber wo es dann halt losgegangen ist mit dem Udo Jürgens, wo er dann auch aufgestockt hat, seine Band oder eine Big Band daraus gemacht hat, aus seinem Sextett, da ist dann auch international recht gut losgegangen. Ich muss aber etwas noch korrigieren. Im Sextett war er ja am Grand Prix Eurovision, sehr erfolgreich. Das war im Sextett. Auch dort hat es schon einen internationalen Erfolg natürlich gehabt. Mich dürft's. Vielleicht, wenn der Pepe nicht in der Schweiz domiziliert gewesen wäre, sondern vielleicht in England oder in Amerika, dann hätte wahrscheinlich noch die Karriere noch viel mehr gebracht als jetzt aus der Schweiz raus, habe ich das Gefühl. Weil es ist einfach eine wahnsinnig gute Band, immer gewesen, heute noch. Und man sieht ja auch die grossen Künstler, Sammy Davis, Frank Sinatra und so weiter, haben mit dieser Band gespielt und ohne Probleme immer alles toll gewesen mit ihm. Und da kommt unser Überraschungsgast. Und ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind, dass es uns möglich war, diesen Gast hier anzuholen. Extra für Sie, Katharina Valente. Man würde es kaum glauben, aber Sie kennen sich. Sie haben sich kennengelernt. Wann war das? Funkausstellung Berlin. Man sagte mir, ja, also ein Sextett begleitet Sie. Die sind ziemlich gut. Sag ich, mein Gott, vorher. Aus der Schweiz, Pepe Lienhardt. Kenne ich nicht. Sag ich, hoffentlich können Sie Noten lesen. Ja, das können Sie, das können Sie. Ich mit meinen Noten unter den Arm. Guten Tag, Valente, Lienhardt und so weiter. Hier sind die Noten. Überhaupt keine Zeit, natürlich, wie immer, Funkausstellung. Wir haben praktisch nicht probiert. Und diese sechs Jungs haben gespielt, als ob sie das schon 2 Jahre gespielt hatten. Und das die erste Begegnung und die erste musikalische Begegnung. Ich war so begeistert. Ich habe gesagt, Mensch, also das gibt's nicht. Diese Band muss absolut mit mir auf Tournee gehen. Die war so toll. Und dann habe ich sie zum ersten Mal richtig auf der Bühne gesehen, denn man hat mir dann noch erzählt, dass Pepe Lienhardt nicht nur eine Begleitorchester, sondern seine eigene Show und Band und so weiter. Und ich war sehr neugierig und ein Riesenfan von Pepe hat mir gesagt, die musst du sehen. Ich kenne sie nämlich sehr gut. Mein Sohn. Ja. Und wann durch, war das eigentlich? Das war in Lugano. Da wohnte ich noch in Montagnola, sind sechs Jahre. Ja. Dann bin ich hingegangen und jedes Mal, ich mache Pepe immer denselben Witz. Ich sage nie, wenn ich komme, ich bestelle einen Tisch unter Scholz oder irgend so einen Namen. Und ich gehe immer mit meinem Sohn hin und die Band spielt und ich gehe tanzen und stehe vor dem Orchester und starre sie so an. Und die spielen natürlich, die sehen gar nicht, dann gucken sie, wer starrt denn so überhaupt? Und dann bin, das ist die Katrin, der Jean, das ist die Katrin und Pepe, dann. Das habe ich jedes Mal gemacht und auch das letzte Mal. In Ascona war letztes Mal. In Ascona, da habe ich deine große Band zum ersten Mal gehört. Sehr schön, wirklich. Ganz vielen Dank. Ich glaube, da gibt es noch ein kleines Erlebnis. Das möchte ich gerne hören. Ich glaube, was kommt. Ja? Ich habe die Jungs, nachdem ich sie gesehen habe, gesagt, Kinder, ist doch so ein schönes Wetter. Kommt doch zu mir nach Hause. Ich habe einen riesen Pool. Wir können alle ein bisschen schwimmen, Tee trinken, Kuchen essen. Die sind alle gekommen, alle sechs. Und das war sehr schön. Und Pepe hat geschwommen. Und George und Bill und Pino. Und sie kamen rauf, haben Tee getrunken und Pepe sagt auf einmal, um Gottes Willen, ich habe ja Vorstellungen heute Abend und guck meine Haare. Sag ich, du, überhaupt kein Problem, komm, ich mache dir die Haare und ich habe Pepe frisiert. Das war seine Friseurin. Sehr teure Friseurin. Aber es war gut. Warst du zufrieden? Ja. Doch. Ah, gut, das ist die Hauptsache. Katharina, Sie haben gesagt, Sie hätten gerne den Pepe mitgenommen auf die Tournee. Ja. Haben Sie das gemacht? Nein, noch nicht. Noch nicht. Aber Sie waren früher doch einmal bei derselben Plattenfirma, wenn ich mich da nicht entsinne.
Ja, bei welchen? Ich war bei so vielen. War das nicht möglich damals? Nein, das ist nicht zustande gekommen. Außer diese Funkausstellung haben wir eigentlich noch nie zusammengearbeitet. Aber n'est jamais trop tard pour bien faire. Übrigens, wie Sie die neue Band gesehen haben, jetzt die große Big Band, was gefällt Ihnen besonders daran? Mir gefiel die Kleine, mir gefällt die Große, der kann mit einem Sinfonieorchester dastehen, das ist immer gut. Musiker sind Musiker und das ist das Fabelhafte. Ich finde, nicht nur musikalisch, aber das Ganze, das Optische ist so tadellos, das ist so perfekt. Das ist eine wahre Freude, nicht nur die Show zu sehen, aber noch mit so einer Band zu tanzen, denn heute hat man praktisch nur noch Platten. Es ist schön, ich tanze wahnsinnig gern auf Platten in Discos, aber wenn man schon so eine Band hat, ist die das Pepe so außerordentlich? Seine, also absolut, ja, 100%. Ich gehe sehr selten aus, aber wenn Pepe irgendwo auftritt und ich kann, ich komme, weil es ist so schön, wirklich eine wahre Freude. Ich habe mich jetzt noch über etwas gewundert, was Sie gesagt haben, Katharina. Sie haben gesagt, Sie haben gefragt, können die Jungs denn nach Noten spielen? Ja. Ist das so außerordentlich? Leider. Man kommt so oft mit sehr guten Bands, die aber eben ihre Nummer einstudieren und sehr schlechte Notisten sind. Das ist nicht der Fall von Pepe Lienhardt und seine Jungs. Das sind absolute Blattmusiker, fantastische Musiker, die haben Geschmack und noch dazu sind es fantastische Kumpel. So viele Blumen. Ich habe gehört, Pepe, dass Sie ein Großkonsument sind in Sachen Show. Haben Sie die Shows der Katharina in Amerika auch gesehen? Oder war das der Zufall, dass Sie live getroffen sind? Live habe ich Katharina nie gesehen in Amerika, leider. Du hast nur Fernsehen gesehen? Im Fernsehen nur, ja. Aber das war auch... Il n'est jamais trop tard pour bien faire. London, super. Ja, Talk of the Town, ja. Ja, Talk of the Town, yes. Gibt es irgendwelche spezielle Träume in der Richtung für eine große Show, die Sie sich selber realisieren möchten, wünschten? Ja, meinen Sie jetzt wir beide zusammen, oder? Vielleicht, ja. Sind zum Beispiel. Gut, wann fangen wir an zu probieren? heute gehen wir trinken. Okay. Wahnsinn. Ja, so eine grosse Bühne natürlich. Eben zum Beispiel Talk of the Town oder so etwas. Da wäre natürlich, ja. Das ist ein Traum, das sind Träume. Also aber ich meine, wenn wir zum Beispiel zusammen ein schönes Konzert könnten machen im Kongress aus Zürich, wären wir auch zufrieden, oder? Ja. Warum nicht? Katharina, ich weiß was viel Besseres. Den Pepe lassen wir nicht so gehen. Wir haben nämlich einen kleinen Pakt gemacht, wir zwei. Muss der Manager auf noch rum. Der ist, glaube ich, sicher einverstanden. Die Chance lassen wir uns nicht entgehen. Die Katharina hat gesagt, sie wird schon dafür sorgen, dass wir einen musikalischen Abschluss haben. Spielst du? Ja? Einverstanden? Okay. Die Gitarre ist auch kein Problem. Nein, Bill die ist haben ja wir da. Noch da von Moment. Bill. Note. Okay, ihn gehen. Ein Kreuz. Ja. Ich sing's einmal. Ja. Und dann spielst du. Okay. Dann mache ich vier, dann machst du vier. Mittelteil ist nur eins, kann ich proben. Du hast es drauf. Okay, ich fang an. Mein Glück ist drauf. Ihr sagt, wie ist die Sambina, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas base uma só. Esta outra é consequência de o que acabo de dizer. Como sou a consequência inevitável de você. Quanta gente tem por aí que fala tanto, não diz nada, ou quase nada. Já me autorizei de toda escala, no final não sobrou nada. Não deu nada e voltei pra minha nota. Como volto pra você, vou contar com minha nota. Como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, do. Fica sempre sem nenhuma pequena natação. Ba 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 ba
Sambinha feito numa nota só. Vier du? Ich. Mittelbar. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas base uma só. Esta outra consequência, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só.